lava wave! Are you practicing Salamando's magic? Of course! Fire magic is particularly cool. All the attacks are pretty destructive, I'll give you that. The best magic comes with explosions. Kinda makes all my other attacks seem boring. Salamando's my favorite, no doubt! Careful, if you play favorites, the other elementals might not like it. I can't help it if the rest of them are boring. What? How could you be so cool? Gnome! You heard me? No one wants a boss who doesn't respect them. You should listen to the missus. She understands what we elementals are thinking. See? Better treat everyone fairly or you'll be stuck without allies. No! Wait! I take it all back! Aber wie kann denn Salamander cool sein, wenn er ein Feuerelementar ist? Und damit begrüße ich euch zur Folge Secret of Mana. Wir machen heute weiter. Immer noch auf der Suche nach Lunar wollen wir heute endlich zurückkehren zu den hohen Bergen. Zum 10.000. Mal. Ich glaube, ich wollte euch ja da eigentlich heute begrüßen. Aber, ja, Faulheit halt. Wir laufen da jetzt nochmal gemeinsam hin. Nein, komm, ich mache einen Cut. Wir sehen uns gleich dort oben wieder. Und da sind wir jetzt wieder. Oh, hör doch auf, Brim zu versteinern! Wieso ist er jetzt tot? Was ist passiert? What the f... Was? Ach, mir soll es egal sein. Dann belebe ich es halt kurz wieder. Wie viele Dinge habe ich noch? 6. Müsste ich halt mal wieder kaufen. So. Dann komm, Leben. Sehr schön. Dann machst du mal Heile auf uns drei. Dann können wir jetzt durchgehen. Ist er denn heute mal da, der Weise? Oder ist er wieder irgendwo anders? You may not enter. Oh, he's still gone? His sageness is visiting the mountain caves to meditate. Tread lightly if you wish an audience. Before you sits his reverence, the wise old sage Jock. Jetzt mal ohne Mist, das sieht manchmal einfach so dämlich aus, wenn Charaktere einfach aufploppen. Man könnte doch irgendwie so eine schöne Animation einfügen, dass er sich irgendwie hinteleportiert oder so, aber nein, das wäre ja zu viel Arbeit. I'm his disciple, Jeff. Before you sit, I'm ja, okay. His jetzt hat nichts Neues und du. His sageness speaks in the old tongue. Allow me to translate. You heroes must undergo a test. Beyond this room is the passage of trials. Conquer the ones within to understand real courage. Will you proceed? Excellent! Go test your luck! Nice, dann testen wir mal unser Luck. Oh nee, nee, nicht Luck, können wir nicht über Skill testen. Glück habe ich doch eh nie. Hi, was bist du denn für ein witziger Kürbis? Ich glaube, ich kenne mir aber schon eine andere Farbe. Könnt ihr mal treffen? Oh, es geht direkt wieder richtig gut los, der Part. Ich habe direkt wieder richtig viel Bock hier zu spielen, wenn ich nie treffe. Das macht doch richtig viel Spaß auf jeden Fall. Boah, habe ich direkt wieder Bock auf das Spiel. Richtig geil. Mann, was ist das denn? Wieso ist das? Ich will doch nur einen von denen besiegen. Darf ich das bitte? Es ist so dämlich. Ich bin doch nur ein paar Sekunden im Part und habe schon wieder keinen Bock mehr. Also, Sekunden ist jetzt auch wieder ein bisschen falsch, ich weiß, aber ihr wisst, wie ich das meine. Triff doch das Fuckvieh, Alter! Mann! Dann lade ich mal auf. Vielleicht klappt es ja dann. Nö. Wieso soll es auch treffen? Das wäre ja auch mal irgendwie gut. Ey, ohne Scheiß. Magie abgewehrt. Dankeschön. Dankeschön. Ich gehe gleich einfach weiter. Ich will doch nur einen von den... Dankeschön! Besiegen wollte ich gerade sagen, aber da war's.
Von denen treffe ich auch wieder nichts. Oh, ich bin auch gleich tot. Richtig gut. Das macht Spaß. Und da wird gemalt, auf mich gezaubert. Boah, hab ich Bock. Ich sehe schon. Das ist eine Prüfung der Nerven. Das Spiel will testen, ob ich das hier alles aushalten kann. Die Nervigkeit der Gegner. Was bist du denn jetzt für ein Vieh? Schattenwichte, was war das jetzt? Ach, die ist gerade weg. Hat doch nicht die Form wandeln. Ach, wieso kommt denn da jetzt noch ein Vieh? Oh, ist das anstrengend. Ich muss so einen komischen Schleim besiegen. Nur einmal in meinem Leben, komm. Ist genauso nervig wie Metallschleim in Dragon Quest. Weil auch wie einer aussieht. Ah, danke schön, geil. Wieso auch irgendwas Cooles in Ton reinpacken, Spiel? Mann, ey. Komm, stirb doch bitte. Sonst gehe ich einfach weiter, weißt du das? Ich will, dass du nur einmal stirbst. Oh, jetzt fängt es ja den Magiesog an. Boah, 123, er ist nicht tot. 123, er ist nicht tot. Da ist ein kleiner gestorben gerade. So ein komischer Kürbis. Jetzt saugen die wieder die MP aus. Oh nein! Ich hab keinen Bock mehr. Was bist du jetzt für eine witzige Ente? Das kennen wir ja schon bloß ungefähr. Wo kommst du her? Kannst du einfach sterben? Ist der komische Schleim jetzt eigentlich wirklich tot? Au, au. Na komm, stirb, Ente. Oh, 23 Lebenspunkte habe ich noch, geil. Hatte ich noch, meinte ich. Jetzt stirb doch mal. Habe ich mir eigentlich magische Walnüsse gekauft? Ja, sie habe ich mir, sehr schön. General Quack, der Name ist witzig. Na komm, jetzt stirb. Dankeschön. Und um dich hier. Ah. Ich wollte gerade sagen, um dich schere ich mich gar nicht erst, aber. Vielleicht auch doch. Wenn du jetzt schon so viel Schaden. Sehr schön. Genommen hast. Perfekt. So, du bist mir vollkommen egal. Ehrlich gesagt. Aber sowas von bist du mir egal. Dann gehe ich nach hier lang. Und hier ist nix. Okay. Was auch immer der Weg bringen soll. Und hier, was haben wir da? Ich gehe jetzt mal nach oben. Ah, nix, sehr schön. Gutes Level-Design. So, na kommt's. Wusch. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt sind bestimmt noch solche Steine. Oh, jetzt wurde sie dabei. Mann. Lass sie doch wenigstens die Steine zerstören, dass ich weiterlaufen kann. Ja, sie ist wieder ready. Sehr schön. Ich laufe einfach weiter. Fröhlich und munter weiter. Es sind 1000 Gegner, aber sie sind mir komplett egal. So, sehr schön. Mir wird das irgendwann auf die Füße fallen, wenn ich die Gegner einfach in Ruhe lasse. Aber was soll ich denn machen? Ich treffe halt nie. Ich treffe halt nie. Ich weiß nicht, was ich da... Oh, Mann! Dafür kann, dass ich nichts treffe. Aber ich treffe halt nie. Es ist so beschissen einfach. Ohne Scheiß. Dann will man halt einfach nicht mal kämpfen, wenn man eh das Gefühl, das Gefühl hat, es bringt nichts. Wenn man nicht trifft, ich kann ja reden, hat man das Gefühl, bringt eh nichts, weil, ja, du keinen Schaden austeilst. Das ist halt so die Sache. Und deswegen hat man da einfach keinen Bock drauf, mal zu kämpfen.
Das ist so die Sache. Oh nein. Alles klar. Das sind jetzt wir. Plus als Doppelgänger. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir die besiegen können. Na, vorbei kann ich gerade nicht. Die muss eh nicht geheilt werden. So richtig gerade. So. Lade ich mal ein bisschen auf hier. Oh. Bam! Du heißt dich selbst. Ich hab doch gerade. Also manchmal bin ich halt wirklich echt genervt von dem Spiel. Nicht nur manchmal. Ist Popo schon tot? Ja, scheinbar. Also nicht unser Popo, sondern der gegnerische Popo. Die gegnerische Popo, wie auch immer. So, komm, Randy, stirb. Komm. Du hältst nicht mal viel aus, habe ich recht? Ja. Und er ploppt einfach weg. So, ich habe sie besiegt. Und was soll ich jetzt machen? Soll ich wieder zurück oder was? Hier ist nichts mehr. Ah. Sehr gut. Wieso können wir meine Leute nicht direkt folgen? We won. Where's Jock? Well done. When you three work together, nothing can stop you. Remember that for your future trials. Only with courage, knowledge and love will you be able to fully master the Mana Sword. In truth, I am Jock. That old man from before was merely an illusion. Alles klar. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. What gives? Why didn't you help us sooner? Before, you would never have been able to conquer yourselves. You would have heard my words, but not fully understood them. I've been waiting for you to find your inner strength and become the heroes we need you to be. Go now. The Emperor seeks to raise the sunken continent. You'll find the Mana Palace on a small island near the coral reef. Below it lies the Mana Fortress itself. Something evil seems to have broken the barrier sealing it away. You have no time. Hurry! Okay. Ich würde sagen, wieso hebt ihr alle die Hand? Okay. Ich würde sagen, das machen wir dann erst im nächsten Part. Heute würde ich ganz gerne mal so ein bisschen was für die ganzen Achievements im Spiel tun. Ich kann heute kein Deutsch mehr. Ich habe mich nicht mal so ein bisschen durchgeklickt, was es alles so gibt. Einmal die ganzen Bosse besiegen, dafür gibt es ziemlich immer ein Achievement, haben wir jetzt auch schon gemerkt. Und dann muss man mit Flämmchen alle Orte bereisen, die es gibt. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal so machen. Also, vor allem, zuerst möchte ich nach Portos gehen, also die Anfangsstadt, weil wir da jetzt ja Ewigkeiten nicht mehr waren, weil wir auch gar nicht rein konnten. Und einfach mal gucken, ob wir da jetzt rein können, quasi. Das heißt, ich muss auch hier das Ganze bereisen. Ich denke mal, es werde ich offscreen machen, weil ich die ganzen Orte mit ihm bereise. Vor allem ist es auch voll ein dämliches Achievement eigentlich, finde ich, weil das bringt ja eigentlich nichts. Wieso soll es mit dem Charakter alle Orte bereisen? Aber egal. So, wir gehen jetzt nach Portos. Ach, Portos heißt die nicht Portos. Und gucken mal. Okay, man darf es immer nicht rein. Wow. Langweilig. Ich dachte, man könnte jetzt vielleicht rein und ein bisschen gucken. Weil es auch wieder Zeit vergangen, aber. Nee, scheinbar nicht. Okay. Alles klar. Gut, ich habe keinen Plan, wie lange der Part schon ist, aber er sollte eigentlich eine ziemliche Weile jetzt schon gehen, weil die Höhle gerade anstrengend war. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann machen wir das Story weiter.
Ja, genau, das ist der Plan. Ich werde jetzt wahrscheinlich offscreen so ein bisschen hier alle Orte bereisen. Einfach nur, dass ich das Achievement bekomme. Genau. Achso, hier. Dann sehen wir uns nächsten Part von Secret of Mana wieder was anschau. Euer V-Road. Tschüss. Stopp, stopp, stopp. Nicht wegschalten. Ich habe gerade nachgeschaut, wie lang der Part ist nach der Aufnahme. Abgesehen, oh mein Gott, der ist ja mal viel zu kurz. Und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, ich fliege jetzt mal den Rest des Parts, wie gesagt, die ganzen Orte ab. Um einfach mal zu gucken, ja, was so abgeht. Hürde des weißen Drachen. Ich habe ihn damals gefunden, den guten Flämmchen. Da oben, wisst ihr noch? Richtig, richtig cool. Das waren noch Zeiten. So, dann mache ich jetzt noch vielleicht so 5 Minuten irgendwie alle Orte abfliegen, keine Ahnung. 4 bis 5 Minuten. Werdet ihr ja sehen. Das ist zumindest so der Plan. Ich muss halt wirklich, wirklich, wirklich wieder irgendwie eine Stoppuhr stellen und so. Gut, nach Motango bin ich jetzt auch geflogen. Ja, ja, das wissen wir. Im Schloss müsste ich jetzt schon gewesen sein, weil ich damals einen Trüffelkönig dorthin gebracht habe. Wieso kann man eigentlich diese Sequenz nicht... Ich wollte gerade sprengen sagen. Was zum Teufel überspringen, meinte ich. Kanonier, großer Wald. Ich hoffe mal, dass man die nicht alle abfliegen muss. Das wäre sonst mega anstrengend. Oh, ich mach's trotzdem mal. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit Flämmchen schon abgeflogen habe und was nicht. Das ist auch so ein Problem. Jetzt mal ganz ehrlich, wieso bekommt man dafür ein Achievement? Es ist so dämlich. Aber wenn man vor allem, ich meine, wenn man jetzt noch irgendwie Sidequests in den ganzen Orten machen könnte, dann wäre es ja, dann wäre schon ein sinnvolles Achievement, wenn man die ganzen Orte quasi anfliegen könnte und da irgendwie noch irgendwelche Sidequests annehmen könnte. Wenn man die Orte immer wieder besucht quasi, dann wäre es ziemlich sinnvoll. Aber soweit ich weiß, gibt es da halt nichts. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es irgendwelche Sidequests oder sowas gibt, die man noch machen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht, aber ich glaube es nicht. Mir ist nichts bekannt irgendwie. Ich spiele erstens blind. Deswegen ist es ja auch gut, dass ich das nicht weiß, weil das wäre irgendwie dumm, wenn ich schon so alles vorher wüsste. Aber ich meine... Immer wenn ich irgendwie einfach so in eine andere Stadt zurückfliege und dann mal mit ein paar Leuten rede, sagt halt niemand irgendwas anderes. In den meisten Spielen ist es wenigstens so, dass die Leute nach einer Zeit wenigstens was anderes sagen. Aber ist halt nicht mal hier so. Es ist einfach... Es gibt in dem Spiel so viel verschenktes Potenzial. Ist hier jetzt eigentlich mal irgendwie jemand da? Nee, man kann nicht mal in die Häuser rein. Das ist alles so schade. Aber okay. Aber okay, ist trotzdem, ja, ich mag das Spiel trotzdem ganz gern, aber es ist wirklich für mich definitiv nicht dem Hype gerecht, dem, dass es so hat, der Kultstatus, den es hat vor allem. Das Spiel wird von so vielen einfach so hoch gehypt, so viele sagen, boah, bestes SNES-RPG, bestes Rollenspiel aller Zeiten und so weiter und so fort. Und ich sitze hier so und denke mir so, nein, es gibt auf dem SNES so viel geilere Rollenspiele als das hier. Also halt wirklich. So ziemlich jedes Final Fantasy hat eine bessere Story und auch ein besseres Kampfsystem. Ich meine, man kann ja schlecht ein Kampfsystem von einem Final Fantasy mit dem Kampfsystem von einem, Secret of Mana vergleichen, weil das eine ist rundenbasiert, das andere ist, ja, Action-mäßig. Aber trotzdem, Final Fantasy, so ziemlich jedes auf dem SNES, ist einfach besser durchdacht von der Struktur her, ist viel besser im Storytelling, die Dungeons sind spannender als die, okay, bei Final Fantasy 4 nicht unbedingt, aber egal. Ja, es gibt viel mehr zu tun, die Welt ist irgendwie offener und sowas in der Richtung. Aber was heißt offener? Also ich meine jetzt einfach, dass man, wenn man an Orte zurückkehrt, da auch noch was machen kann, meistens.
am Ende des Spiels, wenn man so das Luftschiff hat, kann man ja überall nochmal hinfliegen und an vielen Orten noch Sidequests und sowas bekommen. Sowas fehlt da jetzt hier, soweit ich das erkennen kann, weil wenn ich an die Orte zurückkehre, dann ist da halt niemand, der irgendwas Neues sagt oder so. Deswegen, ja, irgendwie ist das halt nicht so spannend, aber okay. Ja, ich denke mal, das war's dann jetzt auch für diesen Part wirklich diesmal. Im nächsten Part machen wir mit der Story weiter. Und gucken mal, ob wir da irgendwas Cooles machen können, wie auch immer. Ob da was Cooles passiert vielleicht. Auch die Bösewichte haben irgendwie keine wirklichen Intentionen für mich. Das sind einfach so alle Storylöcher. Wieso macht der Imperator das alles? Wieso? Ich meine, Machtgier, wow, das ist echt die beste Begründung. Wow, Machtgier. Das ist ja irgendwo logisch, aber trotzdem für mich keine richtige Intention, weil das ist so das Standardding, was so ziemlich jeder benutzt, sag ich mal. Die haben ja meistens auch irgendwelche versteckten Intentionen, sag ich mal. Irgendwelche Bösewichte, die da agieren und irgendwas machen. Deswegen, es ist irgendwie ein bisschen schwach. Wenn es nur Machtgier ist. Oder wurde schon irgendwas gesagt, wieso das Imperium das macht, was sie machen? Ich weiß es nicht. Aber ja, jedenfalls ist für mich auch Secret of Evermore viel besser als das Spiel. Das Kampfsystem ist zwar größtenteils dort gleich, soweit ich mich erinnern kann. Also, das stimmt eben nicht. Also, so vom Gameplay-Gefühl ja schon, aber man wirkt zum Beispiel Zauber dort ganz anders als in dem Spiel. Das System da ist relativ interessant, aber auch teils ein bisschen anstrengend. Da gibt es so Zutaten, mit denen man sich quasi die Zauber zusammenmixen muss. Aber egal. Was war das gerade nochmal? Jedenfalls spielt er sich größtenteils gleich, finde ich. Aber ich muss schon sagen, ich finde, das Remake spielt sich so vom Grundprinzip her besser als das Original. Weil, wie gesagt, ich habe das Original schon ein bisschen gespielt. Zwar lange nicht weiter gespielt, aber ich habe ein bisschen gespielt. Genau, das Original. Aber ich muss sagen, die Remake-Version spielt sich halt deutlich besser als das Original einfach. Also halt wirklich. Wirklich viel besser als Original. Ich habe einfach im Original immer einen viel zu kleinen Bildausschnitt irgendwie, weil die Charaktere so ein bisschen am oberen Bildschirmrand meistens am Rand rumlaufen, weil man halt drei Charaktere steuert und das irgendwie so an alle Charaktere angepasst ist. Deswegen, ja, irgendwie ist das da nicht so optimal, sage ich mal. Aber trotzdem, ich mag das Spiel im Prinzip. Ja, egal. Wir sehen uns im nächsten Part von Secret of Mana wieder. Dort geht's dann spannend weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wo es dann wieder die Story hoffentlich abgeht und wir vielleicht ein bisschen was mehr erfahren, wieso der Imperator das macht. Wir werden es sehen. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.